Im geschenkten Maul schaut man nicht ins Gaul. Der hat halt einfach keine Zeit, so sieht's aus. Ganz logisch, Mann. Übrigens sehr ungünstige Kleidungswahl bei der Dame. Hier ist übrigens letztens ein Unfall passiert mit einem neuen X6M. Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend, wenn ich so ein Wetter sehe. Wir haben 2 Tage. Ja, ihr hört richtig. 2 ganze Tage haben wir schönes Wetter in München. Und deswegen bin ich jetzt auch unterwegs. Es hat 26 Grad, kein einziges Wölkchen am Himmel. Straßen trocken, richtig angenehm. Choc Güzel. Wieso kann es nicht den ganzen Sommer so sein? Nein, es regnet eine Woche durch, jetzt 2 Tage wird schön, wieder eine Woche durchregnen. Im Übrigen, die letzten Videos waren ja ein bisschen vorproduziert, deswegen konnte ich nicht wirklich auf ein paar Sachen eingehen, die passiert sind. Unter anderem, what the fuck habt ihr beim KLS-Video angerichtet, Mann? Danke erstmal für die 200 Klicks. What the fuck? Ich dachte nicht, dass KLS immer noch so extrem im Hype ist und so sehr gesucht wird. Aber danke. Die Watchtime dort ist zwar komplett am Arsch. Ich glaube, Watchtime liegt bei knapp 2 Minuten sowas. Was bei meinen Videos halt echt Katastrophe ist, weil ich habe 4 Minuten normal. Aber im geschenkten Maul schaut mal nicht ins Gaul. Im geschenkten Maul schaut mal nicht ins Gaul. Bubble. Digga. Im geschenkten Maul schaut man nicht ins Gaul. Alles klar. Oh, bitte fetz mich nicht wieder hin in diesem scheiß Kreisverkehr, Mann. So, wir versuchen zu überleben diesmal. Ist safe. Wir haben es gesaved, Jungs, okay? Es ist alles super. Ich hoffe echt nicht, dass die Polizei mich jetzt hier gleich anhält, weil ich habe mein Fahrzeugschein nicht dabei. Sollte man vielleicht die Bremsen machen. Mashallah. Ich würde vielleicht nicht unbedingt im Bikini durch die Stadt laufen, aber... Jeder das Seine. Glaubt ihr eigentlich manchmal, dass so Rollerfahrer ein bisschen neidisch sind auf Motorradfahrer? Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Ich dachte es mir gerade so ab und zu. Denken sie sich doch schon so, boah, ich würde gern schon ein bisschen schneller fahren. Was macht das Auto? Der Motorradfahrer ist ja komplett lost da gerade gewesen, Digga. Der hat halt einfach keine Zeit, so sieht's aus. Ganz logisch, Mann. Die G-Klasse steht aber auch immer hier, Digga. Es ist mir schon früh aufgefallen, da steht immer die gleiche G-Klasse und ich muss das jetzt mal ansprechen, ja? Hä, waren das da vorne nicht die Rollerfahrer? Habe ich die nicht überholt? What the fuck? Hä, waren die das oder nicht? Übrigens sehr ungünstige Kleidungswahl bei der Dame. Weißt, ab und zu komme ich mir scheiße vor. Ich habe gerade geredet, auf einmal taucht da so ein Scheißroller rechts neben mir auf, Mann. Jetzt habe ich den Faden verloren, Mann. Ah, genau. Manchmal komme ich mir halt echt scheiße vor, dass ich Motorrad fahre ohne irgendwie so Schutzausrüstung und sowas. Und so voll schlechtes Vorbild, dies, das. Wenn ich hinfliege, bin ich safe 3-mal tot gefühlt. Aber dann sehe ich so Rollerfahrer und denke mir, Bruder, ich bin safe, Mann. Die fahren einfach mit kurzen Hosen, ne? T-Shirt, juckt die alles nicht, weißt? Und dazu auch noch diese Helme, die unten offen sind. Ich hätte heftig viel Angst mit denen. Weil wenn du da mit dem Kiefer aufschlägst, ja, hättest auch gleich den Helm weglassen können. Das sind die hinter mir waren und die dann noch auf einmal rechts neben mir stand, wo ich aufgehört habe zu reden. Ich wurde gerade angebellt. Ich hab dir nichts getan, Hund! Das ist eine 125er. Ich dachte, die wäre größer, no joke, Digga. Ich dachte, es wäre eine 600er oder so. Das ist einfach eine kleine Duke. Aber so ganz ehrlich, eine Duke ist auch, glaube ich, das 125er Bike, oder? Hallo! Bitte! Digga! Der Lexus sieht übelst weird aus, aber gleichzeitig finde ich den auch fresh, Mann. So, dieser Buckel hinten ist halt echt komisch. Aber es sieht gut aus einfach, Mann. Hier ist übrigens letztens ein Unfall passiert mit einem neuen X6M. Vielleicht sieht man immer noch ein paar Bruchteile davon. Diese zwei Steine, die ihr da seht. Bis vor ein paar Tagen war das noch einer. Boah, Isa sollte eigentlich auch voll sein, weil heute Brückentag ist. Ja, Bruder. Wird das heute noch was? Da sind die Schwäne wieder. Auf der Cam sieht man sie safe nicht, weil man sie... Ich sehe sie selbst ganz schwach. Aber da sind sie. Yo, Isa ist halt heftig voll. Da nicht ganz so viel, dafür links am Flaucher. Ciao, Leben. Ja, komm. Zieht alle auf meine Spur rüber. Gar kein Problem für mich, dass ich auf dem Fahrradweg ausweichen muss.
Der Akku neigt sich eh dem Ende. Von daher ist unsere Zeit heute wieder vorbei. Bedanke mich fürs Zuschauen, YouTube. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Sollte dies der Fall gewesen sein, könnt ihr mir gerne ein Abonnement dalassen und diesem Video einen Daumen nach oben geben. Und ihn all euren Freunden, Familie, Arbeitskollegen, dem Typen, den ihr im Supermarkt einfach so anspricht, weil ihr fucking weird drauf seid, all denen könnt ihr dieses Video zeigen und die können dann genau das gleiche auch nochmal tun. Und so werde ich der größte YouTuber der Welt. Klingt wie ein guter Plan, oder? Ansonsten bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Yalla.